Willkommen zurück zu Miitopia! Die beiden quatschen wohl miteinander. Du solltest mir sagen, auf wen du stehst. Was? Das verrate ich doch nicht. Ah, na gut. Was? Okay, damit sind sie nun bekannt auf Level 4 und... Ja. Niemand will was kaufen. Aber ihr wollt doch bestimmt wieder futtern. Wir haben nämlich jetzt ein Döner-Sandwich. Ein Imbiss aus der Wüste. Saftiges Fleisch serviert in warmem Brot. Nom. Jeder kriegt eins. Das macht richtig viel hoch. Und jeder mochte es. Schön. So, ich krieg natürlich noch ein bisschen Angriff hoch. Blopp. Das mochte niemand. Das mochte alles niemand. Das mochte auch niemand. Aber das mochtet ihr. Daran kann ich mich erinnern. Nom nom. Und nom nom. Gut. Wir haben noch einiges an Essen, glaube ich. Wird uns also in nächster Zeit, glaube ich, nicht ausgehen. So. Was auch nicht ausgehen wird, sind die Abenteuer, die wir erleben. Denn wir können nun... Wie lang? Jetzt sind wir bei Wüste nebenan Nord. Oder waren wir da schon? Nee, West waren wir vorher. Jetzt sind wir hier in Nord. In der Nähe. Aber erstmal will Inky was von uns. Ach je. Prinzessin Luigi. Hey, du da. Hä? Ich bin ein einfacher Geist und wache über diese riesige Wüste. Ein böser Zauberer hat mich in diese Lampe eingesperrt. Wärst du wohl so gut, mir herauszuhelfen? Ich weiß nicht. Ich würde dir einen Wunsch erfüllen, egal was. Du musst nur die Lampe reiben. Sehr gut. Weiter so. Lampengeist! Störenfried, einst vom großen Weisen in eine Lampe gesperrt. Weder ein Mii für die Rolle. Standard Mii sieht übrigens so aus. Oh Mann. Aber bei uns wird's ganz anders aussehen. Lampengeist, Nebby! Hahaha, endlich frei! Mein Wunsch? Was? Den Quatsch hast du wirklich geglaubt? Genug davon. Ich sollte die Stadt verwüsten, wie in alten Zeiten. Haha, bis später. Ein böses Cosmog. Oh nein. Ich sollte wieder in die Tasche zurück. Oder hier in dem Fall in die Lampe. Hey, Inky. Ah, du bist es. Ich bin nur zufällig hier, wirklich. Hier, für dich. Hurra, dir wurde eine magische Lampe aufgedrängt. Und nun lass mich in Ruhe. Okay. Naja gut, jetzt haben wir zumindest Zugang zu einer neuen Stadt. Let's go. Wähl ein Mii für jeden Einwohner. Und hierauf habe ich mich gefreut. Tänzerin. Liebt es zu singen und zu tanzen, aber nur wenn niemand zusieht. Plapper-Opa möchte insgeheim Tanzstunden nehmen. Nur Mut-Opa. Töchterchen Rabatta. Gewieftes Mädchen, das mit ihrem Vater überteuerte Waren verkauft. Väterchen täuscht Zipperlein vor, um Geld zu verdienen. Stolz auf seine Tochter. Grübelforscher Henry ist ständig auf Schatzsuche, aber findet nie etwas Kostbares. Meckermann. Kann das Gemeckere seiner Frau nicht mehr hören und will Urlaub. Meckerfrau ist mehr als nur genervt von der Unbekümmertheit ihres Mannes. Und Wüstenpromi, ein wohlhabender Prominenter, der zusehends reicher wird. Ja, die werde ich jetzt alle auswählen. Nebenan. Angekommen. Wie schön das hier doch ist, oder? Tänzerin Meloetta. Schalalalan. Willkommen nebenan.
Schalalalan. Komm, sing mit mir. Und eins und zwei. Schalalalan. Schalalalan. Schalalalalan. Okay. Oh, wer bist du denn? Plapperopa Michael. Du da, Jungchen. Sei so gut. Hör einem alten Mann zu. Okay. Eine schreckliche Plage kam einst über unser Land. Unglaublich! Der Lampengeist erwachte aus einem langen Schlaf. Man kannte ihn unter dem Namen... Wölkchen. Er trieb es wild, stahl unseren Besitz. Doch dann kam der große Weise Iwata. Er sperrte Wölkchen wieder in der Lampe ein. Da wird er wohl nun bis in alle Ewigkeit versauern. Ich hoffe nur, er hat seine Lektion gelernt. Aber jetzt mal was anderes. Na, wie läuft's so in der Liebe? Und ist Melonetta nicht ein echter Schatz? So mal unter uns Jungs. Schalalan, walla walla. Okay. Wen haben wir denn hier? Bauernfänger, Mitsumi und Morshu. Mein Herr, mein Vater ist schwer krank. Bitte kauf mir ein MP-Bonbon ab. Es kostet nur 500 Gold. Nö, das ist wie Wucher, ja, hallo? Nö. Rabe! Ja, okay, ich kauf's euch ja ab, damit es ihm wieder besser geht. Es tut mir leid, ich wollte nur böse sein. Hier, nimm das Geld. Hä? Vielen Dank. Das macht dann bitte 500 Gold. Hurra, du warst etwas naiv und hast dir einen Pimbamon gekauft. Wow, wir haben eins verkauft, Papa! Gut gemacht, Mitsumi. Als nächstes lernst du, wie man Bomben verkauft. Okay. Isaac, was machst du denn hier? Grübelforscher Isaac. Absolut unglaublich. Die Situation wird immer seltsamer. Ich weiß sicher, dass ich dort fündig werde. Wo sind diese OP-Items? So fühle ich mich auch immer. Was ist mit euch denn los? Mekapa, Asker und Toriel. Das wäre aber so. Ach, hör doch auf. Ich sage, dieser Lampengeist ist ein echter Quälgeist, oder etwa nicht? Ist er das, und wenn schon? Aber dir ist das natürlich alles ganz egal, oder? Jetzt hör schon mit dem Gelaber auf. Okay, entspannt euch. Wüstenpromi Michael Jackson. Hihi, du meine Güte, der Lampengeist hat uns angegriffen. Und er hat all mein sauer verdientes Gold gestohlen. Ah, eigentlich wollte ich ein Konzert machen. Daraus wird wohl jetzt nichts. Müsste ich ja nicht tot sein, na egal. Du siehst aus, als hättest du schon viele Kämpfe hinter dir. Kannst du mein Gold zu mir zurückbringen? Ja, klar. Hihi, mein Dank wird dir gewiss sein. Dein Versteck befindet sich im Höhlenlabyrinth. Du findest es gleich, wenn du die Stadt verlässt. Es ist nicht zu verfehlen. Aha. Viel Glück. Du hast den Auftrag von Michael Jackson akzeptiert. Alles klar. Also wenn das nicht eine nice Stadt war, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt haben wir noch ein weiteres Gebiet. Und zwar Wüste Osten. Hallöchen, wer ist denn hier? Es ist Niki mal wieder. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend, aber ich werde immer mehr Expertin. Okay, ich könnte dir gerne noch eine Amiibo zeigen. Lass mal sehen. Nehmen wir doch mal Thun-Link. Amiibo! So. Ach, sorry, dass ihr manchmal irgendwelche Sachen hört im Hintergrund. Ein Link-Outfit. Sieht schon mal besser aus als die anderen. Alles klar. Na dann. Iwata, und da oben ist Tingle. Wir müssen nach zu Iwata, also gehe ich mal nach oben, weil ich dann
mehr oder weniger Bonus, könnte man sagen. Steig der Feuchte. Warum nennt ihr ihn Steig und warum ist er feucht? Naja. Wir sollten aber so langsam mal unser letztes Teammitglied bekommen, oder? Wie sich wohl Mike fühlt. Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Zum Beispiel über den Schatzpfad. Ich trage heute meine Lieblingssachen. Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Ja, das sagte ich bereits. Oh, eine Falle! Oh Gott, das habe ich jetzt nicht erwartet. Jadefalter. Euch kriege ich aber nicht. Bam, weg mit euch. Komm, die können doch nichts. Bam, bam, das war's. Was, die leben da? Noch? Was soll das? Weg mit euch hier. Jetzt haben wir dieses Pferd drauf dafür. Bam, bam. Na egal, jetzt sind sie weg. Gut, keine Kämpfe mehr. Ja, echt so. Noch eine Kiste mit 3 Spielscheinen. Nice. Wir sind fast da. Noch eine Kiste mit 360 Gold. Du musst gleich wieder eine Rüstung und ein Schwert oder so leisten. Beeilung! Keine Lust auf starke Gegner. Weißt du was? Ich finde, ich mache beim Kämpfen mittlerweile eine echt gute Figur. Das siehst du falsch. Was? Aber, also, ich finde mich cool. Du merkst, wo ich bin blind? Ich hab's genau gesehen. Du bist beim letzten Kampf dreimal raus über deine Schnürsenkel gestolpert. Ich dachte, das hätte keiner gesehen. Ach Mensch, Ebenbild von Mike. Was soll denn das? Was machst du denn da hinter den Kulissen? Das war's schon? Das war wirklich sehr kurz. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Jemand will sich dir anschließen. Tja, wer wird es sein? Es ist Professor Igitt. Um ein bisschen Kontext zu geben. Professor Igitt ist, um es simpel auszudrücken, einfach... gehört auf jeden Fall zu meinen allerliebsten... ja, Mario-Charakteren, könnte man sagen. Und ich hätte ihn sehr gerne im Team. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu überlegen, welche Persönlichkeit ich ihm gebe. Ich dachte mir erstmal so, ja, er ist eine schlaue Person und ein Wissenschaftler. Gebe ich ihm vorsichtig, weil Wissenschaftler sind ja vielleicht vorsichtig mit was sie machen. Aber dann dachte ich mir, Professor Igitt und vorsichtig passt so überhaupt nicht. Ich meine, wie oft hat er Geister an seine Kreation gelassen? Ja, also vorsichtig ist er nicht. Der ist eher so lässig, finde ich. Und deshalb gebe ich ihm das. Ja, was er ist, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Er ist ein Forscher. Oh Gott, aber bitte ohne diese Haare. Ja, aber ja, ich bin Igitt und ich bin ein lässiger Forscher. Doch warum ist er hier? Forscher Igitt. Budamba! Freut mich, dich kennenzulernen. Fragst dich bestimmt, warum ich hier bin. Ja. Genau das frage ich mich. Naja, also irgend so eine komische Flasche hat meine Kreation geklaut. Und ich bin auf der Suche nach ein paar Helden, die mir helfen können. Denn ich mag selbst arbeiten nicht wirklich. Das kennst du ja, glaube ich, schon von mir. Ich bin übrigens Igitt. Auch wenn da Igitt steht, ist halt eng mein englischer Name. Du bist Mike, stimmt's? Exakt. Rumba, fantastisch. Endlich lernen wir uns kennen. Igitt hat sich dir angeschlossen. Und damit haben wir wieder 4 Leute. Igitt hat sich uns angeschlossen. Hup, hup. Hallo alle zusammen, freut mich. Tagchen. Das werden sicher tolle Abenteuer mit dir. Ach, übrigens, was ist denn euer nächstes Ziel? Oh, eine gute Frage. Das kann uns Jesus bestimmt beantworten. Was? Wo es als nächstes hingeht? Tja, wohin denn noch gleich? Ach, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben ganz viel Spaß auf der Reise. Ja! Wollte ich mir langsam Sorgen machen? Ja.
Bestimmt solltest du das. Okay. Ihr macht jetzt beide ein Level-Up zusammen. Schön. Und wir? Ich habe noch ein Geschenk gekauft. Oh, ich schwimme aber richtig krass für Miku im Moment, oder? Überraschung! Das für dich! Gib schon! Silberkandelaber. Juhu! Dla! Oh je, Jesus mag Mike und hat's gesehen. Immer nur Miku, das macht mich wütend. Oh, oh, Spaghetti, oh. So, ich würde mal sagen, ich kuschel mal ein bisschen mit Igitt. Und ihr kuschelt mal hier beide miteinander. Ja, Fernando kann auch auf sich selbst aufpassen, denke ich. Was willst du denn hier? Reagenzglas. Ja, Professor Igitt wird unser Attack. So ziemlich. Weil ich bin noch nicht so stark. Ah, okay. Cool. Bam. Silberner Stab. Diesmal holt ihn aber wirklich. Ja? Gut. So, ich bin auf eure Kommentare gespannt, auf die Reactions von den Charakteren, die ich auswähle. Magst du Gorilla Shake? Nee. Okay. Jetzt habe ich eins davon, denn niemand mag es. Magst du Deli-Becher zumindest? Ja! Er mag die Deli-Becher! Ist mir egal, ob er die Sets braucht oder nicht. Ich krieg jetzt all meine Deli-Becher demnächst. Magst du das? Achso, der mag nicht mehr probieren, ne? Ja, okay. Dann nehme ich zumindest hier ein paar HP-Ops mit. Die sind trotzdem noch sehr schön. So. Stimmt, das mögt ihr alle nicht. Das mögt ihr allerdings. Ja, dann hier, nimm. Nom. Und nom. So, zu dem Mikro kann noch irgendwas haben. Das hier zum Beispiel. Alles klar. Schönen Satz hier. Langsam geht alles wieder leer hier, merke ich. Ah, passiert. Rüschentaler. Schade. Ich kriege aber dafür Käsekuchen, 3 Stück. Okay, versuchen wir es nochmal. Weil ich hätte gerne das Gelbe hier. Na, kriege ich nicht. Ein Luxusticket. Dann nehme ich das. Die Reise geht los. Cool. Wir hatten wohl Spaß. Alles klar. Gut. Auf in die Abenteuer. Verstanden. Jawohl, jawohl. Ich find's funny. Aha, wir können zu Tingle. Noch ein Quiz. Hey, du da! Hör mal kurz zu! Du hast einen offenen Schuh! Und wer könnte immer wieder weiterspielen? Ich! Ich bin einzig wahre Crispy. Und du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du mein Quiz? Wer ist das Original ausprobieren? Okay. Lass uns gleich anfangen! Kulolimpa! Wer ist das Original? 3 Fragen, fangen wir an. Frage 1. Richtig. Ja, das war ziemlich einfach. Ich weiß, glaube ich, wie man mir aussieht. Frage 2. Ich bin der echte Danny. Ja, das hast du recht. Das stimmt, du bist der echte Danny. Frage 3. Wer ist Miku? Ich bin die echte Miku. Okay, das habe ich nicht erkannt. Uff. Schade, das war's dann. Nein, was? Keine Chance mehr? Starke Leistung. Das war 2 Fragen, richtig. Du hast 2 Fragen richtig zumindest. Das ist ein Trostpreis. Oh, wow, also Müll. Man sieht dich. Ach komm, die letzte Frage war aber echt dumm.
Wirklich, die letzte Frage war echt dumm, weil das noch das normale Mii war und ich kannte das halt nicht. Hier ist so ein, ups, hier ist so ein goldenes Viech. Das sollten wir bekämpfen! Und wir bestimmt Geld bekommen. Alter, was? Und mal einfach mal so viel Damage. Das geht doch nicht. Als ich selbst. Gut. Nur 3 Damage. Hoffe, das ändert sich noch. Alter, warum sind die so stark? Bam. Danke. Erste Lässig-Aktion. Schwachpunkt finden. Ha. Das ist die richtige Stelle. Du, du, du. Aua. Nein, er ist direkt tot. Erste Entspannungsaktion ernst machen. Heilung. Danke. Plopp. Mein Gott, sind die stark. Warum sind die so stark? Bam. Mach kaum Damage. Lässig. Was ist das? Nein! Ugh. Komm, einer muss zumindest der... Ja, einer ist zumindest tot. Spitzenleistung, Mike. Wow. Er heilt sich wieder. Jetzt müssen wir auf den einen gehen. Ach, die sind so schwach. War es das? Nein. Bam. Das war echt schwer. Mein Gott. Wird das Spiel immer schwieriger? Bestimmt. So, und jetzt könnten wir zu Iwata. Oh. Hä? Ihr seht das da oben rechts auch, oder? Hä? Ich spiel blind. Das macht gerade für mich in meinem Kopf absolut keinen Sinn, dass da der König nochmal ist. Aber okay. Was war hier eigentlich? Ach stimmt, hier gab es noch einen Weg. Ja, den mache ich dann wahrscheinlich offscreen. Und dann machen wir diesen Weg noch in dieser Folge. Falls nicht sogar mehr. Mal schauen. Auf geht's! Komm, hoppa, 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 hoppa. Ah, wo lang? Ja, okay, dann werde ich den Weg nach rechts wahrscheinlich dann auch nochmal offscreen machen. Und wow! Wir können wahrscheinlich zurück diese zwei Greifer immer noch nicht besiegen, weil ich glaube, die sind immer noch zu schwer für uns. Deshalb warte ich erstmal, bis wir ein bisschen mehr gelevelt haben, bevor ich dann wieder alles Backtracking mache. Ähnlich wie ich es dann am Anfang gemacht habe. Bam. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen leveln und dann sollte aber alles so ziemlich passen. Level up für Mike. Und für Jesus. Und für Igitt. Impuls gelernt. Beschädige die Daten eines Gegners, um ihn zu verletzen. Okay. Bonuserfahrung kriegst natürlich du. Damit du schön noch Level 3 bist. Gut. Seid ihr stärker und jetzt seid ihr besser. Fliegt ein Wiesel. Ach du Schreck. Ich habe im Gasthaus was vergessen. Was denn? Mein Tagebuch. Ich wusste gar nicht, dass du ein Tagebuch führst. Doch, klar, das habe ich schon seit langem. Es sieht noch aus wie neu, ist sogar noch in Folie eingewickelt. Heißt das, du hast noch gar nichts reingeschrieben? Natürlich nicht, das schöne Buch! Gehen wir mal weiter. Ich lach gerade, weil das so accurate ist, wie ich im Real Life bin. Ich habe nämlich immer noch, als Beispiel, ich habe immer noch so ein Zelda-Buch. Und das ist dazu gedacht, dass man da sich so Sachen reinschreibt, wie so ein Tagebuch oder so ein Notizbuch oder so. Und ich habe da bis heute einfach nichts reingeschrieben, weil ich mir auch denke, das arme Buch, so schön, kann man doch nicht benutzen. Schön, dass ich und Ebenbild von Mike gleich denken. Und Miku Level 5. Krächzen gelernt. Verletzte Gegner durch schlechten Gesang. Freunde leiden auch etwas. Uff. Gott. Ich will nicht wissen, was sie dann singt. Eine Truhe. Banshee Tränen Sternchen. Naja, ob ich die will, wer weiß. Du hast 30 unterschiedliche Arten von Mansan Mitopia besiegt.
Du hast Level 5 in der Klasse Priester erreicht. Du hast Level 5 in der Klasse Popstar erreicht. Du hast Level 5 mit Katze erreicht. Ja. Das stimmt. Loooooo. Jetzt kennen sie es ja erst ein bisschen. Schade. Da muss noch mehr raus. Werden. Okay. Beobachtet mich ein bisschen gruselig. Naja. Passiert. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich hab neulich etwas über Mike gehört. Was? Ist das wirklich wahr? Es scheint so. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Wow. Da kann man mal wieder sehen. Das hätte ich ja nie träumen gewollt. Oder wie heißt das? Zu denken gemocht. Whatever. Ich hätte niemals denken können, dass er irgendwie sowas gemacht hat. Ja gut, was habe ich denn gemacht? Pünktchen-Dress. Oh je. Bam, bam, badam. Dann halt nicht. Auch Zeit. Naja, ich würde sagen, Spielhalle und Futtern können wir noch machen und dann in der nächsten Folge fangen wir direkt an bei Iwata. Falls nicht vorher auf den Wegen, die ich noch mache, irgendwas passiert. Wow. Nochmal. Gefleckte Pfoten, bitte. Na, aber Komfort ist auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Miku. Ja. Ihr seid, beide seid nur Level 2. Das geht gar nicht. Level mal ein bisschen höher. Gut. Loooo. Auf jeden Fall, wenn es euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, glaube ich, Bescheid, was ihr zu tun habt. So. Zum Abschluss gebe ich den allen noch ein bisschen Futter. Er mag es nicht. Schade. Sie mag es auch nicht. Schade. Und, ja, gut. Hier, nimm meine Deli-Becher. Nimm sie alle. Niemand außer dir mag die. Die ganze Wolkenwatte ist für mich, Alter, schon... Boah, schon plus 20 HP insgesamt. Das ist schon heftig. Was habt ihr da? Achso, du bist schon satt. Okay. Mhm. Skorpion. Okay, Jesus mag Skorpione. Interessant. Mhm. Bleh. MP, aber für Miku kann ich zumindest noch ein bisschen erhöhen. Was gäbe es noch? Nichts mehr. Doch für mich. Denn ich liebe es anscheinend. Aber habe ich den Käsegurun schon probiert? Nein, und mein Charakter wünscht sich, er hätte es auch nie getan. Auch wenn er ganz viele Stats-Ups bekommen hat. Na gut, dann war's es ja. Bye, bye.